The disappearance of Thomas Kane, the only son of the famous Kane illusionist, still hasn't been solved by Scotland Yard. 10-year-old Emma, intrigued, is determined to investigate. As Emma walks the streets of London towards the mansion, a carriage passes her at full speed. And a teddy bear falls out of the window, unexpectedly. Fenton, the teddy bear, jumps onto his feet and sets off in pursuit of the vehicle. Without thinking twice, Emma joins the race, launching after him. After crossing the manor's entrance gate and gardens, they finally reach the heavy entrance door. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Steam Next Fest Demo Game Tandem A Tale of Shadows. Und ich muss wahrscheinlich erstmal in den Settings die Audio runterstellen. Deutlich angenehmer erstmal. Und ich will jetzt mal nichts dagegen sagen, dass der Teddy einfach genauso schnell rennen konnte wie das Kind und genauso schnell wie die Carriage, wie die Kutsche. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich hoffe, wir werden mal einen wundervollen, spaßigen Start haben. Upside Down. Was muss ich machen? Ich muss Enter drücken. Ah. Ein Mörder, ein Mystery Game. Mystery Game. Mörder Mystery, nur Mystery. Oder ist Mörder Mystery? Ich weiß es gar nicht genau. Ah, okay, es scheint für Joystick optimiert worden zu sein. Okay. Hier kommen wir scheinbar nicht dran. Und es scheint nicht für den PC optimiert worden zu sein. Denn SD, die beiden kann ich benutzen. Ah, ich spiele mit den Pfeiltasten. Okay, jetzt habe ich es. Was? Ich bin Teddy? Sind schon wieder viel zurück? Ja, Sache. Und ich muss wieder Tab drücken. Und zack, 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 zack. Und zack. Muss ich da hoch oder? Oh mein Gott. Wie brutal. You have to be on solid ground. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich muss doch irgendwie garantiert da hochkommen, oder? Ich muss dafür on solid ground sein. Also wie komme ich auf... Ah! Aha. Das hat sich sehr schlau gemacht. Und gehe ich direkt zum nächsten. A door, a button. So. E to open. Und Teddy ist hier, okay.
Zack. Getroffen. Teddy kann jetzt was machen? Teddy kann nichts machen. Was erhalte ich hier? Eigentlich gar nichts. Ah, doch, warte. Ich kann jetzt, glaube ich, Tab drücken. Jetzt kann er hier rüberlaufen. Und den Schaden holen. Dann habe ich das nächste Level schon geschafft. Okay, ich schätze mal, wenn das so weitergeht, dann wird das dann doch eine recht kurze Runde. Also praktisch ein Rätselspiel. Habe ich so rausgefunden. Bis jetzt. So, Teddy macht mir die Tür auf. Aber ich muss erstmal gucken, dass ich den Schatten richtig kriege. Ne, nicht so. Nee, auch nicht so. Vielleicht mehr so in die Richtung. Ich stuck in the shadow. Und die Jumpies hab ich nicht. Nein, okay. In the shadow. Hier geht nicht. Hier geht auch nicht. Hier geht auch nicht. Und hier stirbt er auch. Weil ich mich ja auch nur in diesem Viereck hier bewegen kann. Stuck in the Shadow. Nee, da muss er garantiert nicht hin. Aber wenn ich es so mache, dann hat er hier diesen Block. Bringt das was? Nein, das bringt nichts. Das bringt überhaupt nichts. Ich kann das öffnen. Das muss mir nur jemand sagen. So, wenn ich jetzt so mache, nein, wenn ich aber so mache, müsste ich doch eigentlich einen Weg wenn ich so bauen können. Ja. Zack. Tür ist offen. Ich konnte den Scheiß öffnen. Ja, okay. Da muss mir noch jemand sagen. Mal schauen, wo komme ich hin? Okay, ich muss für ihn einen Weg da rein machen. Okay, hier kann ich hochlaufen. Und hier kann ich wieder runterlaufen. Zack. So, und die nächste. Heavy Lifting, okay. Er muss darüber. Das heißt, ich gehe erstmal hier ein bisschen lang und mach dir Schatten. Gar kein Schatten, denn ah, okay. Das heißt, ich gehe jetzt hier rüber. Zack. Dann geht der hintere wieder hoch, ne? Ja. Jetzt sind theoretisch beide frei. Aber ich komme nicht ran. Okay, was haben wir hier? Ah, ich kann den ziehen. Ja, so geht das natürlich, ne? So, jetzt nehme ich die, komm runter, zack. Hol ich mir diesen Schlüssel hier. Zack. Und den Schlüssel.
den nutze ich, um hier ranzukommen. So. Die Stürme sind dann auch gekommen, aber er kann über die Schattenbrücke hier auch gehen. Macht Spaß. Macht ganz ehrlich Spaß. Around the Pond. So. Uiuiui, das war mal laut. Okay. Immer noch Stuff in the Shadows. Daran fällt einem nicht runter. Okay, das heißt, wenn ich den hier jetzt wenn ich ihn hier jetzt so nehme. Ich darf hier nicht durch. Nein, ich darf hier nicht durch. Schaffen, dass ich ihn noch weiter rankriege. So, jetzt. Ne, das ist zu viel. Oder soll ich erstmal hier ein bisschen abkunden? Ah, ich könnte ja auch erstmal hier. Sekunden, bevor man irgendwas Dummes macht. So, jetzt kann ich nämlich dieses Ding hier runterschieben. Zack. So, er kann jetzt damit hier rüber, hier rauf, hier, zack, zack. So, damit geht er auf. Jetzt muss ich wahrscheinlich ihn hier wieder raufziehen. Na komm. Hier. Das war ja nix. Fast als hätte er es geübt. Mein Handy ist übrigens immer noch abgesoffen. Falls irgendwen interessiert, wahrscheinlich. Mein Lämpchen ist aus. Nein. Aber ich kann hier schieben. Aber er macht keinen Schatten. Oder macht er nicht einen Schatten? Okay.
so wäre der Schatten genug, oder was? Ah. Also wäre wahrscheinlich Stuck in the Shadows, ne? Ja. Okay, das heißt, ich muss erstmal einen Weg finden. Diese Lampe hier auszumachen. So, das ist Stuck in the Shadows. Ne, eigentlich nicht. Vielleicht wenn ich ganz rechts rangehe und dann... Ich kann hier durch. Ah, das ist natürlich praktisch zu wissen. Ah, okay. Ich verstehe. Ich muss ihn hier bilden. Dann rüber. Zack. 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 Reicht das schon? Nein, das war nicht gereicht. Aber jetzt kann ich, nachdem ich hier gesprungen bin, ich glaube mein Winkel ist nicht steil. Ich weiß, ich muss noch ein bisschen zurückziehen. Muss besser sein, ja. So. Zack. Zack. Sprung. Auf. Jetzt ist da das Licht angegangen. Bringt mir was? Ah, ich kann hier durchgehen. Und die Dinge ausmachen. Holy, was ist das? Achso, ich verstehe. Ja, Alter, das sieht aus wie fucking Slenderman. So, hier rüber. Nummer 1. Jetzt hat. Aua. Hier wäre der zweite Knopf. So, jetzt kann ich so. Und. Jetzt kann ich so weiter. Zack. Jetzt muss ich mit ihr wieder Sachen schieben. Hat nicht gereicht, verdammt. So, ein bisschen höher schieben. Zack. So, das ist der Kopf. Nein! Ganz knapp. Eins, zwei, drei. So. Zack und zack. Dann bin ich jetzt wieder auf Solid Ground. Kann ich die das Türchen hier aufmachen? Zack. So, und da muss ich den jetzt wieder hinlotsen. Eins, zwei, drei, vier, komm. Ja, da kann es einfach funktionieren. Zack. Murky Woods. Okay, er steht hier. Zack. Jetzt kann ich wahrscheinlich direkt einmal komplett umdrehen. Schwupps, schwupps, schwupps und... Spinne, echt jetzt?
witzig. Ein ganz witziges Spiel. Macht ehrlich gesagt ganz schön Spaß. Und jetzt scheint hier doch ein Trailer zu kommen. Schauen wir uns natürlich noch an. Okay. Das sieht sehr verstörend aus. Ich werde mal weiter, also ich werde es auf meine Steam-Wishlist mal packen und einfach mal gucken, wie sich so entwickelt. Mal schauen, vielleicht wird es ja was wirklich, das Spiel. Und damit danke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Demo-Verstörung gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Servus.